Ich kann das bisher noch nicht einordnen, was das hier sein soll. Außer dass wir dem Reh hier folgen. Hey, lass das. Wieso bin ich so klein? Ach so, oh, ich bin jetzt, habe ich immer noch den Körper? Warte mal. Ist ja geil einfach. Okay, wir sind jetzt wahrscheinlich ein Kind. Ich denke mal eher als kleines Kind. Das ist ja cool. So, und als Kind kommt man natürlich nicht an alle Sachen dran, nicht wahr? Boah, ich war vor 2 Wochen mit meiner Freundin in Berlin, beziehungsweise letzte Woche, nee, vorletzte Woche. Und da war ein DDR-Museum in Berlin. Einer oder andere kennt es vielleicht. Und dieses Zimmer hier erinnert mich voll an die Küche dort. Und überhaupt an die Räume. So, wir sind ein süßer Fratz, der natürlich überall reingucken möchte, überall Schubladen öffnen, Kühlschrank aufmachen. Ja, und wahrscheinlich kommt gleich der böse Daddy Something's not und. right. Just look at it. Okay, ich glaube, wir sind etwas größer jetzt, oder? Der Vollmond. Heißt das jetzt, wir verwandeln uns in irgendwas? Da ist zu. Not now, Victor. Mommy needs to rest. Go and play, okay? Okay, Mami muss sich ausruhen, geh spielen. Alles klar. Wir sind aber jetzt, wie gesagt, ein bisschen größer. Wir sind nicht mehr ganz so klein wie eben. Okay, wir erleben jetzt wahrscheinlich seine Kindheit. Oh, ich komme hier gar nicht durch. Moment, ich muss mal die Tür wieder zumachen. So. Okay, wir gehen mal spielen, ja? Vielleicht sollte ich mir noch eine warme Jacke anziehen. Okay, dann doch nicht. Okay, die Schuhe, warte mal. Die Schuhe verraten mir auf jeden Fall, dass hier drei Personen wohnen. Wahrscheinlich wir, der Vater und die Mutter. Ja, sieht ganz so aus. Okay. Also, Familienidylle ist komplett hergestellt. Alles noch im rechten, im grünen Bereich. Aber der Vater hat eben schon gesagt, irgendwas stimmt nicht. War der Kollege vielleicht schon immer ein bisschen merkwürdig? Wollt ihr mir das damit sagen? Ja, der Keller ist mit Sicherheit der beste Ort, um zu spielen. Das Fahrrad, das haben wir vorhin schon gesehen. Ja. Oh, wir wurden eingesperrt. Ich befürchte, dass gleich jemand die Tür aufreißen wird und uns hier rausholt. Oh Gott, wie lange bleiben wir jetzt hier? Wie lange sind wir jetzt hier eingeschlossen? Das geht ja gar nicht. Unterschiedliche Klopfgeräusche einfach. Ich klopf einfach mal. Irgendwann muss denen das ja oben auf den Sack gehen. Die Musik hat aufgehört. Gleich BOM! Schlägt irgendwer von der anderen Seite dagegen. Scheiße, wie komme ich hier raus? Toll. Na, ist ja ein Träumchen. Kann ich hier sonst noch irgendwas machen?
Raus komme ich hier offenbar nicht, aber vielleicht kann ich ja irgendwo hier. Aber ich kann hier auch nichts. Nichts nehmen oder so, nicht wahr? Oh, warte mal. Da ist was. Ah, guck mal einer an. Warte mal, ich mach das mal von hier. Oh je, hat der Vater hier ein dunkles Geheimnis oder was? Wahrscheinlich. Oh, was ist das denn? Okay, ich glaube, ich weiß jetzt, wo er seine Maske her hat. Wenn das eben eine Maske war oder wenn er das selber gewesen ist. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war er aber selber. Er war einfach nicht mehr so der ganz hübscheste. Wahrscheinlich durch die ganze Scheiße, die er da ja, mit sich hat machen lassen. Okay, Victor! Victor! He had cut only a few strokes when he saw the red cap shining through. He cut a little more and the girl jumped out and cried. Oh, I was so frightened. It was so dark inside. Mommy, why did the wolf have to die? Ja, weil der Wolf so böse war und das Rotkäppchen gefressen hatte und die Großmutter. Ja. Es geht also doch um den bösen Wolf. Ich hab's mir schon fast gedacht, eben mit den, wo das so anfing mit den Märchen. Okay, das Reh ist nach links abgehauen. Ich möchte aber doch mal gerade hier hin. Ist ja gut, ich. Keep it up. Was? Das machst du gut? Weiter so? Oh Gott, hatten wir eine Art Mentor? War der Vater irgendwie derjenige, der ihn dazu gemacht hat? Ich hoffe nicht. Okay, er hat im Keller diese Maske gefunden. Diese, ja, Karnevalsmaske oder was das sein soll. Und Mutter hat uns von dem Rotkäppchen erzählt. Von Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Yeah. What's wrong with his legs? Ah ja. Unsere Beine also. Ist das der werte Herr Doktor oder wer soll das sein? Ah, guck mal, die kommt mir bekannt vor da hinten. Okay, es gehen immer mehr Gänge zu. Aber die Frau da gerade kam mir bekannt vor. Das war doch die von dem Army oder wie der hieß, den wir ganz zu Anfang noch gefunden hatten. Ist der nicht so? Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Da ist wieder was. Dominika Chiolok. Ah ja. Spirituelle Heilerin. Spiritual Healer. Strange Teeth Marks. Teeth Marks on the Body. Okay. Alles klar. Merkwürdige Bissspuren am Körper. Ich wollte mich da eigentlich mal umgucken. Ich frage mich, was passiert wäre, hätten wir im Keller noch weiter geklopft, ob da wirklich irgendwann jemand aufgemacht hätte. Ich glaube es aber nicht. Ich finde es komisch, dass man das... Nathan? Nee, was ruft die da? Wir heißen doch Jacob. Klischee-Horrorball. Der muss irgendwie sein. Jason oder... Ich kann nicht genau verstehen, was die ruft. Alles zu. Victor! Victor!
Victor? Sieh ihn nicht so an. Watch your fucking step. Hey, get up. Fucking freak. Get out of here. Jacob. Come, Victor. Victor. Ready. Victor. Nee, wir heißen doch. You're on the right path. You're almost done. Oh, ich bringe die Namen alle durcheinander. Entschuldigung, das liegt aber auch einfach daran, weil das hier so einfach verwirrend alles ist. Ich weiß hier gar nicht mehr, wer ist langsam. Es reicht auf jeden Fall, dass wir Daniel heißen. Das reicht schon. Oh Gott. Ich sollte dem Reh folgen, ich weiß, aber... Oh shit. Sind wir das? Sind wir, ne? Aha, ich glaube, ich will da gar nicht hin, wo auch immer ich hin soll. Okay, er wird langsam irgendwie zu einem Monster, aber warum? Und wer ist dieses Reh? Das Reh ist wahrscheinlich symbolisch irgendwie für seine Opfer, oder es ist ein bestimmtes Opfer. There's no other way. Come, Victor, dinner is ready. I don't like it. Please, you need to eat. Come on. Eat. 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 Mhm. Ich esse meine Suppe nicht. Meine Suppe esse ich nicht. Eine Krabbe? Okay. Ich gucke mich hier gerade mal ein bisschen um, ja, bevor wir da reingehen, wo wir offensichtlich hin müssen. Wurde dezent darauf hingewiesen. Was gibt's denn hier Leckeres? Okay, hier gibt's nichts. Nur rote Teller. Und Tauben. Es gibt Tauben. Lecker. Mm. Yum. Das ist für ein komisches Geräusch. Ah, schon wieder. Okay, es wird gespeichert. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ist da jetzt gerade wieder was zugewachsen, oder? Ah. Alles klar. Was ist das, Kabel oder sind das Äste? Ne, es sind Kabel, ne? Kabel und so ein Drahtgeflecht. Okay, wahrscheinlich seine neueste Maske oder so. Was ist das denn? Warum ist das hier so verschwommen? Warte, ich guck mal von draußen raus. Ne, da ist alles so... Ja, auch nicht so wirklich, aber... Ist das hier so komisch verschwommen? Keine Ahnung. Die Tür kann ich gar nicht aufmachen. Oh, bis jetzt geht's ja noch. Ich hätte es jetzt mir schlimmer vorgestellt hier. Aber wir durchleben ja seine Kindheit, also... Der Tattoo-Shop. Nein, nein. Ich möchte mich erstmal hier umschauen, ja? Ah, die Tattoo. Hab ich das als Waffe aufgenommen, oder was? Ah, ja, ja, ich hab dich gesehen. Na, wo ist er? Ii, da. Was zur Hölle?
ist das heftig, ey. Alter, ich hab schon wieder Gänsehaut, ey. Warte mal. Ach, leck mich am Arsch, ey. Ich meine, das sind ja für mich nicht unbedingt jetzt Jumpscares, ja? Also ich komme damit echt gut klar, aber es ist echt so, so mega merkwürdig. Hallo. Was ist hoffnungslos? Wir sind wieder ganz klein. Was ist... Oh. Baden gehen? Darf ich nicht baden gehen? Wir sind wieder ganz klein, ne? Ja. Scheiße, wo muss ich hin? Hat sich jetzt gerade alles verändert und das Reh ist nicht mehr da. When the moon is full, the beast awakens. Alles klar, er hat wohl einen Werwolf-Film geschaut. Also es ging immer um den Wolf, nicht wahr? Er hat als Kind sich Werwolf-Filme angeschaut, hat von der Mutter auf jeden Fall das Märchen vom bösen Wolf, also von Rotkäppchen und dem bösen Wolf, zu hören gekriegt. Hat diese Maske im Keller gefunden. Das alles ist aber noch kein Indiz dafür, dass er zum Serienkiller wird. Okay, wir erkunden jetzt hier jedes Eckchen, glaube ich, der Wohnung. Ach, schade, ich hätte die Poster gerne gesehen, die da hingen. Scheiße, das war zu schnell. Poster leider nicht gesehen. Verdammt, da hingen irgendwelche Poster, irgendwelche Filmposter. Okay, das scheint seine Wohnung zu sein, hier wo er als Kind war, glaube ich. Was ist dem passiert? There. Now's your chance. Hurry. War der mit dem Vater vielleicht auf der Jagd? Kann das sein? Sorry, da bin ich wieder. Ich dachte, es kommt eine längere Sequenz. Hat der vielleicht mit dem Vater einfach nur... Ja, ich glaube, der war mit dem auf der Jagd. Das könnte ich mir vorstellen. Dass das gerade gewesen ist. Was hast du dir angetan? Was? Okay, wir wissen, irgendwas war auch mit seinen Beinen nicht in Ordnung. Irgendwas war mit ihm als Kind. Irgendwas war los, aber was? You're getting rid of that first thing in the morning. And risk partial to complete paralysis? Great idea, Dad. God damn it. And he did that? Why? Just to spite me? I told you to stay out of the stacks. I'm better off there than I am here. Stop yelling. You're only making it worse. I'm making it worse? Look at him! It's grotesque! It's disgusting! This freak of nature is not my son! Victor, please. Your father didn't mean it. We're just worried about you, that's all. Also er hat sich irgendwas... was? Okay, Wolf, was? The Curse of the Wolfman? Das sind alte Werwolf-Filme hier. The Wolfman Revenge? Ja, ja. Schau an. Er hat sich wahrscheinlich eine Prothese oder sowas besorgt. Kann das sein?